Rayman in einer Version, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ein Rayman Fully mit dem neuen Yamaha PWX3, das ganz, ganz neue Modell von Rayman. Da habe ich gefilmt vor rund einem Jahr, aber da gab es ihn kaum noch. Und der Motor ist kleiner geworden, leichter geworden und leistungsfähiger. Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, dass der Motor jetzt bei weit unter 3 Kilo wiegt. Also der ist super leicht geworden und er hat nochmal ein bisschen mehr Bums gekriegt. Zwar nur 5 Newtonmeter, aber für viele Leute ist das ja auch entscheidend, dass es 85 Newtonmeter hat. Ne? 85 Newtonmeter, die sich aber ganz anders anfühlen, kann man nicht vergleichen mit Bosch, ist ein sehr natürliches E-Bike-Fahren. Also wer darauf Wert legt, kein Moped zu fahren, wo man das Gefühl hat, man segelt von ganz allein. Es geht nicht darum, dass man irgendwie keinen Spaß hat damit, aber die Lastverteilung ist bei Yamaha deutlich anders. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, der Yamaha-Motor gefällt mir richtig gut. Wie du halt schon sagst, die Stärken, die er hat, die sind gegenüber zum Beispiel anderen Systemen auf jeden Fall da. Er ist halt nochmal wieder leiser, er ist sehr kräftig und gibt halt auch wieder das raus, was man reintritt. Was ich halt besonders halt finde, dass er halt nicht so aufdringlich ist und dass er echt von den Werten her gut ist, was den Verbrauch angeht. Der Verbrauch ist unglaublich. Du kommst mit einer Akkuladung gefühlt um etwa 50% weiter als bei Bosch. Also ohne, dass du irgendwie einen Nachteil hast. Was mir aufgefallen ist, ich bin in Gefahren, den Bosch CX fährst du sehr gerne gegen die Leistungsgrenze 25 km/h. Dann fällst du wieder so zurück und so. Das ist irgendwie, weil du das genießt, den im Turbo zu fahren. Ja, den hier, den bin ich gefahren mal in Franken auf einer Strecke. Und du fährst den und du bist ganz oft in dem Bereich zwischen 24 und 27 km/h und ganz oft schaltet der Motor ab und du merkst es gar nicht. Ja, also das ist echt cool bei Yamaha. Der Punkt, wo er entkoppelt, wo du dann keine Unterstützung mehr bekommst und er mehr oder weniger halt einfach einen Freilauf schaltet, da merkst du keine Wand, gegen die du fährst. Also nichts merkst du. Also das ist so, klar, du hast irgendwann mal bei 28, merkst es dann, aber ganz oft fährst du ohne Motor. Ja, und das ist halt echt, was die richtig cool hinbekommen, den so zu programmieren, dass es sich echt so intuitiv, flüssig auch über die 25 fährt. So, und das ist auch, viele sagen, ja, warum nicht die amerikanischen Reichweiten 32? Ich habe gemerkt, also deutlich über 33, 34, 35, da kommt der Windwiderstand hin, weil du bist ja auch aufrecht am Sitzen. Da, also die 25 ist schon gar nicht schlecht, aber viele benutzen den ja auch, um Downhill zu fahren. Denn wir haben hier ein tolles Fahrwerk drin, da gehen wir gleich mal drauf ein. Eine Volllufffederung hier mit eingebaut, die ich adaptieren kann, die nicht von schlechten Eltern ist, oder? Also hier haben wir wirklich ein sehr gutes Fahrwerk. Und zwar, jetzt nehmen wir ja nur so ein bisschen hier All Mountain und ich fahre mal ein bisschen hier durch die Gegend im Wald rum, sondern hier kann ich mal ein bisschen härteres Gebiet reinfahren, weil ich habe hier die Domain 38, nur noch die Sepp kommt drüber bei RockShox. Das hier ist quasi dann die zweitmassivste Gabel, die haben im Portfolio. 38er Standrohr, guck dir das mal an hier, was das für ein dicke Standrohr. Ja, die soll, das sind, ich glaube, die dicken Millimeter, 38. Ja. Ja, der Durchmesser davon, die soll einstecken, die kann einstecken und die ist auch verwindungssteif. Guck dir mal die Gabelbrücke hier an, was das für ein Ding hier ist, ne? Also das Casting hier, also richtig massiv, dass die halt nicht so sich stark verwindet. Castingsguss oder dann in dem Fall Aluguss, nehme ich an. Genau. Und das ist halt schon eine schöne Geschichte, dann wenn man weitergeht, also wir haben hier 140 mm Federweg, ne? Und hinten der Dämpfer, der hat nochmal auch ein Piggyback und da ist der Super Deluxe Dämpfer drin. Der Ausgleichsbehälter hier. Genau, ein richtig hochwertiger Dämpfer, der halt auch zum Einstecken da ist, ne? Dass der halt nicht direkt, wenn es mal einen Drop gibt oder also wo man einen Meter runter fährt, ne? Dass es da direkt dann kracht im Fahrwerk. Rayman, wer heißt denn Rayman in der Familie? Rayman ist eine Firma, die 2016 gegründet wurde in Schweinfurt, aus dem Konzern quasi Highbike oder wie Nora Group, ne, Steiger. Ne? Und das ist die Tochtermarke quasi von Husqvarna. Haben aber nichts mit Highbike zu tun. Also ich glaube, die Leute haben irgendwann mal bei Highbike gearbeitet. Viele von denen haben da gearbeitet. Nicht, dass du Stress kriegst und sagen, hier, Rayman ist eine Highbike-Tochter. Nee. Aber die waren wohl irgendwann mal da, oder? Ja, die sind auf der anderen Straßenseite. Da waren viele vom Team, die dann so ein bisschen gewechselt. Also bin da jetzt auch nicht so tief drin wie manch andere. Da muss man nun natürlich aufpassen, ja, wenn man sagt, hier, Rayman und so weiter. Aber die kommen aus demselben Ort, kennen sich, glaube ich, alle auch untereinander. Und Highbike hat ja auch eine tolle Geschichte hinter sich. Die sind explodiert quasi, was die Abrufzahlen anging an Fahrrädern. Aber die Fahrräder, wir fahren ja selber an Rayman. Also ist ganz unauffällig. Also fährst es halt und funktioniert.
Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Du bekommst genau das, was du brauchst, nicht übertrieben viel mehr, hast noch ein cooles Design, interessanten Preispunkt, das macht die so ein bisschen aus. Preis, was kostet das? 5.799 Euro, wenn ich nicht ganz falsch liege. Also das kann aber jetzt schon einiges, das heißt der Federweg. Ja, wir haben hier, das ist das zweite oder dritte. Warte, ich filme mal, also bevor wir jetzt hier reden. Also es heißt, warte mal, ich kann es dann später denn auch abschreiben. Ne, ich muss es von unten filmen, es hilft nichts. Ihr klebt die auch immer so blöd drauf, dass ich... Das ist jetzt das Pedal von Reverse, ne? Was drauf ist. Nee, daneben. Ich mache ja immer Standbild und lese dann ab, was da steht. Weil ich kann mir das am Leben nicht merken. Trailray, wie heißt das? 140 E10. Das heißt 10, da kommt nur noch das 11er und das 12er, was drüber ist. Das 12er ist ja dann mit Vollkashima und Factory-Fahrwerk. Und das hier ist schon eins der höchsten von den Trailrays. Ich muss dir glauben. Also you name it. Also nochmal, wie heißt es, Raymond? Trailray, ne, für die bisschen gröberen, also Trail. Ne, und dann 10 für die Hierarchie, ne, E140. Also okay, verstanden. Ja. So, also eine Domain ist drauf, eine schöne Gabel, die wirklich RockShox ist, gehört zur Oberklasse bei den Gabelnherstellern. Und aber auch mittlerweile Santur. Wenn ihr mal eine gute Santur-Gabel seht, die bauen mittlerweile High-End-Gabeln, die auch im Abfahrtsbereich bei großen Sportveranstaltungen genutzt werden. Also man kann das nicht mehr ausmachen. Ich will nur eine Fox haben. RockShox war am Anfang, als ich meinen Spitzing gekauft hatte, vor irgendwie gefühlten 10 Jahren, da hatten die ein Modell von RockShox im Angebot, die Gabel, weil die Bereifung so dick war, die hat damals auf die Fox nicht drauf gepasst. Und da haben die RockShox genommen. Ja, also Santur mittlerweile dann auch vorne dabei, wie du schon sagst. Vor allem die Durolux ist es da, die richtig cool ist. Aber glaube ich, ja genau, da guckt... Oh, den zeig mal. Da vorne. Das ist interessant, dass Santur... Du kannst nicht lesen, dass es Santur ist. Das ist interessant. Also bei allen hochwertigen Santur-Gabeln haben die das hier so schwarzer Adler auf schwarzem Grund draufgeschrieben. Aber das ist eine High-End-Gabel. Das ist eine High-End-Gabel mit einer hohen Carbonbrücke dann auch oben drin. Also da haben sie sich schon richtig Mühe gegeben, merkt man auch. So, und das ist hier genauso. Also RockShox, tolles Fahrwerk. Geiler Motor, also der stärkste Yamaha-Motor aller Zeiten. Bitte fahrt den Probe. Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bosch-Motor zu Hause. Weißt du das? Ich habe keinen einzigen. Ich bin noch nie einen Bosch-Motor gefahren. Ich bin immer nur Probe gefahren. Und das hat sich mir so ein bisschen bestätigt. Der Turbo-Modus, den ich ja so liebe, und du fährst ja oft den Turbo, der drückt dich natürlich massiv von hinten. Das stimmt. Also das ist halt das Markenzeichen von Bosch. Pfusch. Ne? Aber was ich dazu sagen muss, ist auch den Leuten, denen jetzt zum Beispiel ein Display nicht so wichtig ist, ne? Mit Farbe, Navigation und so, die können mal richtig auf so einen Yamaha mal gucken, weil der ist echt ein Top-Motor. Guck mal, wie klein der ist. Wenn ich meine Hand da drauf mache. Cola-Dose. Das ist, also, ja, ein bisschen größer schon, ne? Aber nicht viel. Aber der ist schon, ja gut, wenn du die Cola-Dose drehst, stimmt das sogar, ja. Mhm. Aber wenn du die jetzt so holst, und das ist halt schon klasse, der ist nicht groß und nicht schwer. Ne? Guck mal hier, das Display, Tobi, komm mal her. Denn die Yamaha-Displays bisher immer potthässlich, aber jetzt, das ist ja mal ein Display, oder? Ja, also Display Remote, wie man es auch nennen möchte, ziemlich rudimentär von der Anzeige. Also du hast tatsächlich die Unterstützung angezeigt, du hast den Ladestand angezeigt und das war es im Prinzip schon. Aber es ist halt super schick, sitzt schön geschützt, also auch beim Sturz wird da nichts passieren, sitzt halt hinterm Lenker. Finde ich auch ziemlich cool, wie das hier integriert ist. Das ist die Steuerung hier, die Knöpfchen hier. Genau, hoch, runter, Ende. Und oben noch hast du noch ein Knöpfchen. Genau, also das hier meinst du noch. Ist wahrscheinlich für irgendwelche Modi. Kann man das App steuern? Du hast so ein paar Schnittstellen tatsächlich, also ist auch Bluetooth-fähig. Du könntest jetzt zum Beispiel hingehen, könntest dir so ein Sigma Rox noch dazu konfigurieren. Aber die Halterung ist doch geil, ja, von dem bisher, oder? Auf dem. Ja, ja, ist richtig cool integriert und wie gesagt, ich finde es auch super, dass es hier hinten sitzt. So, und das haben wir drin. Hier wird auch scharf gefahren, muss man aufpassen. Die Bremse von SRAM, die Bremse. Genau, ist eine G2-Anlage verbaut, 4 Kolben vorne und hinten, mit Dot-Flüssigkeit, also da sind wir schon so ein bisschen Bikepark-mäßig ausgestattet, auch unter Dauerlast sehr, sehr zuverlässig. Dot immer so ein bisschen schwieriger in der Pflege, also da sollte man schon regelmäßig in die Werkstatt zum Service kommen, weil Dot-Flüssigkeit ist ja auch, wie es im Kfz-Bereich verwendet wird, relativ aggressiv, was die Leitungen angeht, also muss auch regelmäßig mal nachgeguckt werden. Doch, ich habe die nie servitiert, sie bremst immer noch. Aber es hat gesagt, es kann sein, wenn sie dann sehr heiß wird, könnte es Probleme geben, oder? Bei Dot tatsächlich eher weniger als bei Mineralöl. Warum? Erklär mich auf.
du, keine Ahnung, ganz ehrlich, unter Dauerlast ist es einfach so, dass die Dotflüssigkeit einfach zuverlässiger bleibt als das Mineralöl. Also chemisch erklären kann ich es hier nicht. Nicht stimmt. So, Magic Mary drauf, ein Reifen, der doch nah dran ist am Nobby Nick. Also was ist hier anders, weißt du es? Also der Magic Mary ist ein Reifen, absoluter Lieblingsreifen von uns, gerade in der kalten Jahreszeit. Hier auch mit der weichen Gummimischung, da hast du extrem viel Grip. Also da kann auch loser Schlamm, steilen Berg runter kannst du da fahren. Du wirst immer Traktion haben. Das ist schon ein Monster. Also Nobby Nick ist da tatsächlich deutlich härter und hat viel weniger Grip. Ja, du fährst ja immer hier gibt es überhaupt Berge hier in Kaiserslautern? Wenn du hier vom Laden 2 Minuten hochfährst Richtung Stadion, dann kommst du am Stadion vorbei, zack, ist direkt der Humbergturm und der geht es nur berghoch. Also genau, du fährst ja immer den Humbergturm rauf und runter. Ja. Wenn du der hat 300-400 Höhenmeter, ganz schnell, ja, da geht es schon richtig hoch, ja. Allerdings fährt er immer gerne ohne Akku, nur mit reiner Kraftunterstützung, wenn das eben kann. Das merkst du aber schon, also wenn du jetzt, und dafür ist es ja gebaut, du kannst also den Trail mit dem Rad hier 5-6 Mal am Tag runterfahren und ohne Motor geht das halt nicht. Ja klar, das ist eine absolute Spaßmaschine, super Fahrwerk, super Motor, großer Akku, also da kannst du wirklich das ganze Wochenende durchfahren mit. So, und dann das Kettenblatt, was haben wir hier verbaut, vorne? Es ist auf jeden Fall ein Stahlblatt, ich glaube es ist von Miranda, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ah, tatsächlich, ja. Sehr schön. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber es sieht scharf aus, weil es sieht von oben so, als wäre es grau, so ein kleines bisschen. Eine SRAM-Schaltung, 12-fach? Genau, 12 Gänge. Hier sind wir schon im hochwertigen Bereich, also eine GX ist hier verbaut. Und wenn du schon gerade so in die Richtung filmst, siehst du wahrscheinlich, dass hier 2 Plastikstopfen drinstecken. Es ist sogar möglich, an dem Folie einen Ständer anzubringen. Da werden jetzt viele schreien, auf keinen Fall. Ist das Erste, was ich dran mache. Ja, siehst du. Also man muss ja immer so gucken, was ist gefragt. Und das ist definitiv so, dass viele Kunden halt einfach einen Ständer dran haben möchten, dass das Ding halt nicht irgendwo in der Ecke liegt. Nee, ich bin totaler Ständer-Fan. Ich mag Ständer. So, mal bitte runterfahren. Da ist ein Dropper-Post auch dabei. Ja. Kann man mal ausprobieren. Dropper-Post, das ist eine höhenverstellbare Sattelstütze, die ich extern, ich meine, die Stützen sind ja alle höhenverstellbar, wenn ich die Schraube öffne. Ja, aber hier kannst du mal schnell einfach am Cockpit einen Knopf drücken und kannst dann halt runterfahren, kannst du wieder hochfahren lassen und hast dann auf dem Trail die Beinfreiheit und ansonsten während der Natur deine Sitzposition. Komm, wir gehen mal hin, dass der Kollege auch mal diese Wendigkeit, ja, war nie wieder gesehen. Ja, wir sind bei Konrad Greenbikes. Das hat er öfter mal. Jetzt kommt er in einer Stunde wieder, nehme ich an. Ja, jetzt fährt er erstmal Probe. Na komm, wir gucken mal raus, wie wir sind. Wir haben schönes Wetter, aber leider zu harte Lichtverhältnisse. Das kriegt selbst die Kamera hier nicht hin. Jetzt würde ich draußen drehen, wenn du mal hier mal durchguckst. So, siehst du, Tobi? Oh ja. Es säuft alles ab. Und das habe ich euch eben ja schon gesagt. Wir haben super Wetter, nämlich heute am 14. Juni 2023. Konrad Greenbikes. Und Fahrrad kostet 5.799 Euro. Bei anderen Herstellern wird man gut und gerne 5.899 zahlen. Also schaut euch das Ganze ganz genau an. Aber Raymond so ein bisschen im preiswerten Bereich, so ein bisschen verschrien bisher. Ich muss sagen, die bauen ganz hervorragende, ganz tolle, hochwertige Fahrräder. Also bei den Fullies auf jeden Fall, die sind richtig gut. Gerade im mittleren Bereich, wo du bei manchen Herstellern gar nicht irgendwas kriegst für um die 4.000 Euro, wo dann schon ein großer Akku drin ist, eine absenkbare Sattelstütze, ordentliche Bremsen. Und hier wollten wir einfach mal zeigen, wir haben ja heute schon eins gedreht bei dir, wo das Full Ray 130 ist mit für 3,99. Und jetzt wollten wir einfach mal noch zeigen, dass Raymond kann auch ein bisschen hochwertiger. So, vielen Dank fürs Einschalten. Riese Müller Erlebnisstore seid ihr uns auch. Ja. Ihr habt unvorstellbar viele Riese Müller Fahrräder und zwar aller Güte, also vom Lastenfahrrad bis zum Kompaktfahrrad bis zum Mountainbike, was sogar Riese Müller mittlerweile baut. Danke fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Greenbikes. Tschüss. Ciao.